willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading mit dem Stereo Trader. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXZ Wertpapierhandelsbank. Und natürlich begrüße ich auch ganz herzlich Dirk, Dirk Hilger, der Sie natürlich wieder durch das Webinar begleiten wird. Kurze Frage an dich, Dirk, kannst du mich hören? Machen wir noch vielleicht einen kurzen Tontest, ob alles soweit passt. Ansonsten starten wir, glaube ich, gegen Viertel nach. Ja, vielleicht eine Frage an die Teilnehmer. Können Sie mich hören? Vielleicht können Sie mir ein kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung ist. Dann weiß ich, dass von der Technikseite alles soweit in Ordnung ist. Hörst du mich? Ja, ich kann dich hören, Dirk. Super, danke. Ah, du hörst mich, okay. Sollen wir direkt weitermachen oder warten wir bis Viertel nach? Ja, du bist ein bisschen früh an, ne? Ja, okay, dann können wir gerne um Viertel nach loslegen. Dann lasse ich noch eben die Warteschleife in Form der Homepage laufen. Genau. Gut. Nein, ich muss mir hier mal technisch ein bisschen was vorbereiten. Und sollte aber heute, so hoffe ich doch, funktionieren. Weil das letzte Mal gab es ja ein bisschen Stress. Okay. Aber nur halt bis zum offiziellen Start, weil ich ja auch bekannt gegeben habe, 14, 15 sollten wir mit dem offiziellen bis dahin einfach noch warten, wenn es wirklich okay ist. Ja, lass ich so laufen, dann melde ich mich gleich nochmal kurz ein paar Minuten und dann legen wir los. Ja. Kannst du mir das, weil ich habe irgendwie noch kein Panel hier irgendwie. Kann ich mal gucken, ob das funktioniert. Also ich bin noch nicht irgendwie. Ja, herzlich willkommen. Erster Freitag im Monat, 1.6. und ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXZ Wertpapierhandelsbank und freue mich heute, das Webinar begleiten zu dürfen. Ja, und natürlich bin ich nicht alleine, sondern wer leitet das Webinar, wer führt Sie durch das heutige Webinar? Natürlich wie immer Dirk Hilger. Und ich freue mich, ihn natürlich heute hier auch an Bord zu haben, ihn zu begrüßen und ja, ihn gemeinsam mit Ihnen über die Schulter zu schauen. Bevor wir jetzt direkt loslegen, ja, vielleicht nochmal kurz die Frage an Sie, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Ja, wir haben eben schon kurz einen Test gemacht, da hat eigentlich alles geklappt, aber bevor ich jetzt hier ins Leere rede, vielleicht nochmal ein kurzes Feedback. Ja, wunderbar, das scheint zu klappen. Dirk, ja, wenn du soweit bist, können wir direkt zu dir rüberschalten und dann würde ich dich jetzt zum Moderator ernennen und dann geht's direkt los. Ja, nochmal kurzer Hinweis, Sie sehen ja hier bei uns auf der Homepage die Termine, ja, jeden dritten Montag im Monat, ja, ist dann auch das Helpdesk zum Stereo Trader, also nutzen Sie auch da die Möglichkeit, sich hier anzumelden, ist ja gerade hier auf dem Bild auch zu sehen und eingeblendet und ja, natürlich jeden ersten Freitag im Monat, so wie heute, dann das Live-Trading. Ja, hier finden Sie die Termine, die Aufzeichnung, wie immer unter Training, Videos, ja, dann können Sie auch im Nachgang sich das Ganze nochmal anschauen, hier im eigenen Stereo-Trader-Kanal. Gut, das war's zu meiner Seite. Dirk, ich würde zu dir rübergehen. Aber sehr gerne doch. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier heute zum NFP Live Trading, wie immer am ersten Freitag des Monats. Und also erstmal schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank auch an FXFlat hier für die Einladung bzw. für die Veranstaltung. Und ich versuche mich jetzt hier erstmal zum Organisator zu machen bzw. hier meinen Bildschirm zu übertragen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da jetzt den richtigen finde. Moment. Der hier. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste man meinen Monitor sehen. Alles super, danke. Ja. Okay, das heißt, man sieht also die vier offene Charts, ja? Ganz genau, vier Charts im Stereo Trader. Alles perfekt. Okay, wunderbar. So, okay, wie das ja meistens so ist, spielt sich das Ganze ja schon vorher ab. Das letzte Mal war es sehr, sehr einfach. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal dabei gewesen ist, aber wahrscheinlich doch einige, die heute auch hier sind. Da
Damals hatte ich irgendwie gesagt, Dow Jones bei 23.590 war das, glaube ich. Dort muss er noch hin und ab dort long. So, und wer das wirklich gemacht hat, also soll jetzt keine Empfehlung sein, der ist wirklich 1300 Punkte am Stück weit gekommen mit nur 10 Punkten Stop-Loss. Das war natürlich exorbitant gut. Also wie gesagt, wenn man da das letzte Mal aufgepasst hat und das nachher im Auge behalten hat, der ist halt nie wieder zurückgekommen. Ja, und ist dann von 23.590 oder 96, ich weiß nicht mehr genau, über die 25.000 gelaufen und von dort jetzt wieder runter. So, diesmal war es jetzt so, ich habe am Dienstag, glaube ich, war es in der Gruppe schon gesagt, das war allerdings abends spät, um 21.30 Uhr, da habe ich halt gesagt, das könnte ein Dip werden, was der Dow da macht. Ich zeige das mal hier eben kurz ein bisschen größer. Ja, das war dann hier die Geschichte. Und zwar, das müsste hier, nee, da unten war das genau, diese Stelle. Da habe ich gesagt, aber da ist das Ding, ist wirklich möglich, dass der um 21.30 Uhr eine Rakete baut. Und bin da auch mal long gegangen. Das war die 24.271. Warum jetzt hier keine Kurse dran stehen? Ah, da sieht man es doch, ja. Ein bisschen enger gefasst. Und ist auch erstmal ordentlich ab da nach oben. Ich habe auch gesagt, ich versuche die Position in den Freitag mitzubringen, weil das für mich erstmal ganz stark nach einem Dip aussah. Und erkennt man halt auch ganz deutlich, also hier ist halt einfach ein Stundenchart. Natürlich sind da oben die Tiefs, sind alle unterboten worden. Aber hier das entscheidende Level, die 24.200 vom letzten Mal, die sind halt eben überhaupt nicht verletzt worden, beziehungsweise gar nicht hin. Entsprechend hier abgeprallt und auch was wir gestern gesehen haben, ja, das war mir zwar eigentlich schon zu tief, ich habe auch gestern Morgen noch gemeint, im schlimmsten Fall geht ich hier wirklich runter auf 24.390, das hat er dann auch gemacht, auch hier nochmal ein Stück weit übertrieben nach unten, ist dann aber wieder hoch. Das heißt, die Position ist tatsächlich noch drin. Und Problem wird einfach hier oben der Bereich werden, also gestern dieses Cluster, was er hier oben ausgebildet hat. Das ist jetzt hier die Stundenbetrachtung. Also das hier wird halt ganz sicher ein Problem bei, Moment, zeichne ich mal eine Linie hin. Hier unten war die Range zu Ende, 24.640. Und das wäre auch erstmal so das Maximum, was halt erreichbar ist. So, und deswegen halt bin ich auch momentan noch long. Ich versuche das hier nur ein bisschen übersichtlicher zu halten, ist nicht so einfach. Und das Gleiche halt auch im DAX, ja, weil dort war halt irgendwie, standen wir halt in verschiedenen Gruppenebenen halt auch oder halt auch in Analysen, 12.740, ab da short, finde ich halt ein bisschen einfach und besser finde ich da halt einfach da oben den Vortages-Point of Control, ja, wenn wir da halt nochmal hinlaufen. Und deswegen da auch erstmal long. So, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Vielleicht noch die Betrachtung hier aus dem Wochenchart. Mal kurz erklären, wie das dazu überhaupt kommt oder was halt hier eben auch das Problem ist. Und ich versuche das mal irgendwie so zu machen, dass man auch was erkennt. Da sieht man halt einfach, wir stecken halt hier eigentlich immer noch in der Abwärtsbewegung drin. Ja? Also hier von dieser Woche, das war die Geschichte hier, diese Wochenkerze. Ich hoffe, man kann das erkennen. Machen wir hier eben zwei Linien hin. So, das ist das große Dilemma. Ja? Alles, was wir seither hatten, das war glaube ich im Januar, ist halt eigentlich nur korrektiv innerhalb von dieser Wochenkerze. Und nichtsdestotrotz ist es aber auch hier so, dass wir halt dazwischen aber auch eine ziemlich massive Aufwärtsbewegung haben. Also hier keine neuen Tiefs und hier eine massive Aufwärtsbewegung auch. Und an der ist ja letzten Endes hier unten abgeprallt, auch gestern. Und deswegen habe ich gesagt, das passt natürlich schon oder ihr könnt es zumindest versuchen, das zu nutzen. Also dieses Sprungbrett hier an der Stelle, um dann halt wirklich auch nach oben rauszukommen. Ja. Und hier ist entsprechend aufgesetzt und daher kommt eigentlich diese Idee, dass es halt machbar ist. So, trotzdem wäre natürlich die Grenze hier oben, ja, ist natürlich weit gefasst, aber das ist eben halt immer in Anführungszeichen nur eine Woche. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wir von hier jetzt irgendwie auf 30.000 laufen. Also das ist ja nicht der Plan, sondern erstmal wäre halt hier nur die Idee, es zu schaffen, die Wochenkerze entsprechend halt in grün oder wie an der Stelle dann halt eben in weiß dann halt zu beenden. So, und daher halt die Idee auch für den Dip.
bis jetzt passt es, ob das jetzt wirklich tatsächlich dann auch weiter funktioniert, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Und ich zeige halt hier eben noch mal kurz die Position. Also so sieht die aus. So, ist hier ein bisschen zeitlich verzögert alles. Ja, hier unten war der Entry, auch zwischendurch mal versucht zu pyramidisieren, auch mal zwischendurch gehedged, ist nicht ganz einfach, weil natürlich eben durch diesen Kontext, wie ich ihn vorhin halt gezeigt habe, mit dieser Wochenkerze, sind wir natürlich, ist halt hier natürlich einfach Druck drauf. So, nichtsdestotrotz war es halt hier auch einfach letzten Endes mal ganz profan gesagt, halt günstig und damit natürlich auch eine Möglichkeit, da reinzukommen. Also hier unten war der Entry, hier unten ist der Break-Even, weil zwischendurch, wie gesagt, wurden auch schon mal Hedges realisiert und deswegen liegt die Position halt insgesamt noch ganz gut vorne. Stop-Loss, der bleibt jetzt erstmal hier. An der Stelle, falls jetzt hier irgendwie eine Abwärtsbewegung kommt, dann würde ich das tatsächlich erstmal auflösen, die Geschichte hier. Aber ich rechne eigentlich schon eher damit, dass wir ein Stück höher laufen. Also hier oben halt haben wir jetzt auch zufällig, wie immer, gerade hier auf 30 Minuten den EMA 200. Und wie ihr wisst, ich handle sowas nicht, behalte es aber gerne im Auge. Und es passt natürlich halt eben auch, ne, hier, wenn man das nochmal im Stundenchart halt sich hier anguckt, ich weiß, das ist alles ein bisschen eng, ich hoffe, das geht einigermaßen, passt es aber trotzdem ganz gut zusammen, halt hier mit dem nächsten Punkt hier oben. Und womit wir halt dann auch hier quasi schon wieder ein fast fertiges Reversal hätten, ja, also noch nicht wirklich, ist alles wirklich ein bisschen beengt hier, noch nicht wirklich, aber wenn man sich das mal so anguckt, ja, also wir hatten hier kein neues Tief, also beziehungsweise das hier war das Tief vom Dienstag, gestern ging es nicht weiter drunter, das hier wird das Problem, aber wenn der natürlich jetzt da oben rauskommt, ja, das hier ist ja eigentlich erstmal nur Korrektur in der aktuellen Aufwärtsbewegung, aber das Ganze ist natürlich auch wiederum korrektiv in der, Abwärtsbewegung und von daher ist es natürlich hier leider nicht so einfach wie beim letzten Mal, wo es halt wirklich ja doch relativ in Anführungszeichen eindeutig war, wie das Ganze halt zu handeln ist. Und von daher nichtsdestotrotz, ich halte jetzt erstmal daran fest, weil wenn wir hier oben das nochmal in Angriff nehmen, das hier wäre ein Short-Kandidat, die 12.640, reicht aber möglicherweise auch nur für ein paar Punkte runter. So, wir haben auch schon erlebt bei den NFPs, dass es wirklich dann halt in einem Strich nach oben durchging, hätte ich jetzt auch nichts dagegen und würde den Long auch ansonsten erstmal unangetastet lassen. Und dann halt einfach mal sehen, was da passiert. Also, wie gesagt, beim letzten Mal konnte ich das, glaube ich, wirklich gut zusammenfassen, auf was man achten sollte, was halt drin ist und wo die Reise hingeht, wird diesmal leider nicht so sein. Also, es ist halt leider nicht immer ein Wunschkonzert. Und weil ich lege mich natürlich ja schon gerne fest und sage, dass das passiert, natürlich auch immer mit der Chance, halt auch mal komplett daneben zu liegen. Das ist halt vollkommen klar. Aber es wurde ja auch eben schon gesagt, ist natürlich auch alles, was ich hier zeige und mache, ist natürlich keine Handelsempfehlung, sondern letzten Endes eben nur zur Verdeutlichung, wie ich an die Sache halt letzten Endes rangehe. Und das muss natürlich jeder mit seinen eigenen Setups und seinen eigenen Ideen abgleichen. Nochmal ganz kurz zum DAX hier, das interessiert ja sicherlich auch viele. Da haben wir eigentlich ein ähnliches Bild. Ja, also ich bin aktuell long, wie man sieht. Jetzt nicht nach dem Motto, ja, ich will jetzt recht haben, alle wollen bei 12.740 short. Ja, zeige ich den auch mal hier ein bisschen größer nochmal. Das war dann der Punkt hier. Warum? Klar, ist markttechnisch natürlich relevant. Hier gestern fing natürlich die größte Abwärtsbewegung an. Gebremst hat das Ganze aber unterhalb, also 12.585. Hier sieht man, Stundenschluss war nicht ein einziges Mal drunter. Ist auch ein Punkt, an dem in der Vergangenheit viel Volumen gehandelt wurde. Und die ich halt auch schon lange auf dem Schirm habe. Und da war halt eben die gleiche Idee. Ja? Er kann runter bis zu 12.585, meinetwegen. Ein kürzerer Dip hätte ich jetzt aber auch nicht schlecht gefunden. Auf der anderen Seite ist hier so massiv wieder dagegen gekauft worden, dass natürlich auch sein kann, dass er jetzt von hier einfach nach Norden zieht. Also aktuell befinden wir uns hier in dem Rückkauf. Das hier kann in Anführungszeichen versehen gewesen sein. Ja? Und er versucht, darum geht es ja halt auch letzten Endes, den Punkt hier natürlich rauszunehmen, also die 12.740, ja, weil das ja halt eben der Punkt war, wo das Ganze hier, sieht man es ja halt, ging es nochmal kurz drüber und dann halt massiv runtergehen. Ist natürlich interessant, deswegen ist das natürlich auch ein plausibles Anlaufziel hier oben hin. Und DAX ist heute Morgen irgendwie ganz schön geradeaus unterwegs, hat mich selber ein bisschen erstaunt,
und habe auch gedacht, man könnte zwischendurch mal irgendwie halt short skypen. Das war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und aber wie gesagt, so ist es ja halt, wenn man sich das mal von der Warte her betrachtet, auch völlig plausibel, warum der da hinläuft, ja, und warum das wichtig ist. Und deswegen halt long, wie man sieht, ist die Idee gar nicht so doof. Er läuft nämlich gerade schon hier ein Stück drüber. Und die 770, jetzt wird das ganze Spiel hier schon stattfinden, bevor die News losgehen, sehe ich schon kommen, die 770 entsprechen halt der Punkt, so, da sind wir auch gerade schon, wo ich halt oben hier jetzt entsprechend drehen würde sogar die Position. Also, Long ist raus. Spiel beginnt heute tatsächlich ein bisschen früher. Und ich bin jetzt hier oben Short drin. Das war der Punkt, da wollte ich hin. Hatte ich heute Morgen auch geschrieben in der Gruppe. Und da sind wir jetzt halt auch. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, geht er da drüber oder kriegen wir hier eine Korrektur? Wie gesagt, ich habe jetzt hier, es ging alles ein bisschen schnell, hier Long gerade gedreht auf Short. Und würde das aber auch jetzt dabei auch belassen an der Stelle. Das heißt, hier eine kurze Drehung und wenn er jetzt drüber geht, ist nicht schlimm. Hier oben sieht man ja, ich habe hier wirklich ein bisschen Darstellungsverzögerung, hier oben sieht man ja, das ist mein Break-Even jetzt mit allem drum und dran, also Long inklusive Short und das heißt, er müsste schon hier oben hinlaufen, damit die ganze Position hier im Minus endet. So, Dow haben wir das gleiche in grün. Das haben wir auch schon irgendwie 2 Minuten nur noch, bis es losgeht. Ah ne, das ist der DAX. Moment, da fehlt noch ein Stückchen. Mal gespannt, wie er damit umgeht. Also wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Das ist für mich hier nur eine Drehung. Nur eine Idee. Kann auch genauso gut sein, dass der jetzt einfach da oben durchläuft. Ja. Und dann muss man halt mal gucken, wie man damit umgeht. Da wäre natürlich der nächste interessante Punkt. Eins weiter hier oben bei 12.800, weil dort setzt ja die nächste Abwärtsbewegung ein. Und entsprechend ist das natürlich markttechnisch der nächste relevante Punkt. Aber hier sieht man schön, erstmal genau Reaktionen, genau angelaufen. 12.770 hatte ich gestern Abend auch gepostet und heute eben in der Gruppe nochmal beschrieben. Und das hat jetzt erstmal soweit funktioniert. Und dort haben wir auch jetzt hier eine relativ deutliche Reaktion. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, habe ich hier noch die Drehung mit drin. Aber ich lasse das jetzt mal hier oben den Stop an der Stelle sitzen, wenn wir abgeschossen werden. Ist nicht schlimm, dann fehlt ja nur dieses kleine Stück letzten Endes. Mal gucken, was jetzt passiert. So, Dow Jones halt auch. Den muss ich jetzt nur ein bisschen im Auge behalten, falls es jetzt hier irgendwie eine größere Bewegung gibt. In einer Sekunde ist es nämlich soweit. So, wie gesagt, dann würde ich den nämlich rausnehmen. So, da ist der Long. Und der geht jetzt erstmal raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der DAX damit umgeht. Ich gucke mal hier eben noch auf einen anderen Schirm, was die anderen Werte machen. Das könnt ihr nicht sehen. Weil ich mich ja hier schon ein bisschen fokussieren wollte. Also Gold geht im Keller. In der Erstreaktion zumindest. So, mal gucken, wie der Dow damit umgeht. Ja, Gold scheint sich auf den ersten Blick, ich weiß nicht, wer es auf dem Schirm hat, ein bisschen zu verabschieden. Heißt jetzt aber erstmal nichts, kann natürlich auch korrektiv sein. So, aber ich glaube, der DAX, der hat hier noch nicht wirklich fertig. Vielleicht fürs Erste. Ich habe hier leider so ein bisschen Darstellungsverzögerung. Ich hoffe, das geht trotzdem. So, mal gucken, den Long hier im Dow kann man natürlich jederzeit auch wieder reingeben. Der Stop war vielleicht auch ein bisschen eng an der Stelle, aber das macht ja nichts. Weil der lag jetzt erstmal hier doch immerhin über 300 Punkte vorne. Ist das zu klein oder geht das einigermaßen für euch? Also wenn da irgendwie Fragen oder Beschwerden sind, bitte gerne einfach einhaken. So, jetzt haben wir erstmal hier sowieso nur ein bisschen Gewackel, wie das immer ist in der ersten Minute oder in den ersten 2, 3 Minuten. Und so, ich glaube, auf den hier mache ich weg. Hier geht immer alles ganz extrem gut.
So, und den DAO würde ich, glaube ich, auch noch mal reingeben. 30 Minuten Kerl, so ein bisschen spielen darf die. Also DAX schaut es erstmal raus. So. Also irgendwie habe ich hier leider echt massiv Klickstress. Ja, das war ein bisschen viel. Ein paar Mal drauf gedrückt hier. So, jetzt müssen wir nur noch nach oben ziehen. Naja, funktioniert nicht, es war zu eng. So, den muss ich mir nachher nochmal schnappen. Ist aber nicht schlimm. Also wenn mich das hier mal anguckt, er ist aktuell, aber ich traue mich hier, es ist irgendwie jedes Mal, also hier, wenn mein NFP ist, ich traue mich hier fast nicht zu klicken. So, das ist hier nur eine Range auf 30 Minuten. Die durchaus nach oben auflösen kann. Ja, auch wenn der jetzt hier, also wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Ich habe hier gerade einen Long geschlossen mit über 300 Punkten. Deswegen sage ich auch, naja, ich kann so nicht, es geht nicht. Rein arbeitstechnisch funktioniert es hier nicht wirklich. Also wer den Stereo-Trader hat, der weiß, so läuft das nicht. Das ist hier immer nur das Dilemma, wenn hier aufgezeichnet wird. Und dann habe ich hier immer irgendwie ein bisschen Stress mit der Performance hier von dem Rechner. So, mal gucken. Er kann sich natürlich jetzt hier unten den nächsten Punkt einfach schnappen. Das kann er machen. So, und ich baue meinen Stop-Loss mal wieder zu dem Swing, wie er gewesen ist. Hier unten hin. Der bewegt sich irgendwann mal. Wenn ich hier draufklicke, passiert überhaupt nichts. Ah, okay. So. Weil ich halt schon davon ausgehe, dass wir zumindest mal, so wie das ja halt hier unterwegs ist, dass wir zumindest halt tatsächlich die 640, 24.640, dass wir die halt nochmal sehen. Also nochmal zur Erläuterung, ja, das jetzt ist hier kein Sekundentrade. Ich habe nur vorhin den mal kurz in den Stop hier laufen lassen, einfach nur, um mich zu schützen, falls die Gegenbewegung zu massiv wäre, ja, und wenn jetzt irgendwie komplett hier runter gefallen wäre, dann wäre ich auch dabei geblieben, hätte ich gesagt, okay, warte ich jetzt erstmal. Da das Ganze aber überschaubar ist, mache ich den jetzt hier einfach wieder auf. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 10 Punkte oder irgend sowas gerade halt von dem Swing da an der Stelle verschenkt, mehr aber halt auch nicht von irgendwie 350 Punkten. Deswegen, das ist jetzt nicht nur eine Geschichte, die jetzt hier in 5 Minuten abspielen soll. Von mir aus kann der auch hier nochmal runterkommen, hier an diesen letzten Punkt und theoretisch auch noch tiefer. Und das macht nichts, ja. Sondern das war jetzt wirklich einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich hätte es auch hedgen können. Aber das macht für mich halt einfach Sinn, ja. Also, dass der da jetzt nicht einfach komplett wegkippt, das glaube ich nicht. Und weil dafür war das Level hier oben dann doch zu interessant. So, DAX, wie gesagt, long geschlossen, short geschlossen. Das ist alles fein soweit, das passt. Und aber eben nochmal hier, das ist schon plausibel, ja. Also weil hier letzten Endes, wir haben ja diesen Punkt an der Stelle schon überschritten. Und folglich ist halt das nächste interessante Ziel überhaupt, kann eigentlich nur hier oben sein. Also es müsste schon wirklich ein Wolf zugehen, wenn der jetzt einfach runterkippt und hier unten rausfällt. Das sollte schon noch ein Stück laufen, spätestens halt wie immer. Zur Eröffnung nachher bei der US-Session. Was halt ein bisschen reagiert, kann ich ja vielleicht auch mal irgendwie zeigen. Das ist Gold. Habe ich jetzt hier nur hoppla, gar nicht auf. Na, wo ist er jetzt, mein Dow? So, das wollte ich doch anders haben. So. Moment, versuche ich mal zu zeigen. So, Gold jetzt hier auf 15 Minuten, Moment, stelle ich gleich mal um. Das, was eben auch mal im Auge hat, kann man mich überhaupt noch hören?
Muss ich mal so zwischendurch fragen. Alles super, also läuft perfekt. Okay. Ja, nur leider hier meine Performance technisch überhaupt nicht. Also gestern auch ein Webinar gehabt, da war das überhaupt nicht so. Aber ich kann ja hier so gut wie gar nichts machen gerade. Das ist halt so ein bisschen schade. Ich muss mir da irgendwie mal was anderes einfallen lassen. Weil es kann nicht sein, dass wir jedes Mal bei den MFPs nur wegen Performance, wegen technischer Performance immer so einen Stress hier haben. Das ist halt immer ein bisschen doof. Weil es ist ja irgendwie tot. Da öffnet sich ja nicht mal was irgendwie gerade. Das ist halt echt so ein bisschen schade. So, aber wie man sieht, ne, hier 30 Minuten die Range einfach mal unten angetestet. Ja, plausibel, also normal einfach. Und dann doch wieder hoch. Und mal gucken, ob es jetzt dabei bleibt, wie gesagt. Habe ich ja erklärt. Haben wir denn eigentlich irgendwelche Fragen? Weil ich höre die ganze Zeit nur so einen Monolog und bin Es da kam eigentlich auch eben gewohnt, dass ab und zu jemand mal irgendwie eine was kurze wissen. Frage zum Euro-US-Dollar, ob du da auch drauf eingehen wirst. Nee, habe ich nicht auf dem Schirm. Also auf dem Schirm schon, auf der rechten Seite. Also, sorry, mein zweiter Monitor, den ihr hier nicht sehen könnt, beäuge ich nur, ja, aber habe ich nicht wirklich hier im Plan, da irgendwas zu machen. Da gibt es, glaube ich, andere, die sind da besser drin und mehr im Thema, als ich das bin. Kannst Von du, daher kann ich da leider nichts. Dirk, kannst du die Fragen lesen? Ja? Also hast du das Nee, leider Fragenpanel? nicht. Okay. Gut, dann lese ich kurz noch eine Nee, ich Frage kann mal vor, probieren. die gerade noch reingekommen ist. Guten Ja. Tag, Herr Hilger, ich hätte zwei Fragen an Sie. Erstens, wie bekomme ich das bei Ihnen seitlich ersichtliche Volumen in den Chart? Und zweitens, ist es möglich, sich den Verlust anzusehen, wenn man mit der Maus über den Stop-Loss fährt? Mein Profit-Loss bekomme ich ja direkt im Feld der Order angezeigt. Der mögliche Verlust im Feld des Stop-Loss fehlt mir jedoch. Ist das möglich? Ja, das war die Das Frage. ist alles jetzt ab der, ja, also was man hier sieht, das Volumen und so weiter. Also das hier ist einmal das Market Profile, was geladen ist. Das ist ja ein Add-on für den Stereo Trader. Und was man da hier sieht, die Volumenglocke, das ist jetzt ein Feature in der Version 2.0 ist das erst mit drin. Und aber das ist ja schon ein paar Mal danach gefragt worden, kann ich vielleicht ja auch gerade beantworten. Das ist schon mehrfach gefragt worden, wann kommt die denn jetzt? Und es ist also jetzt wirklich geplant, innerhalb von den nächsten spätestens 2, 3 Wochen soll das Thema wirklich durch sein. Da gibt es wirklich nur noch eine kleine Baustelle, also mit der Anzeige vom Ergebnis vom Trade halt im Chart. Und das ist aber wirklich Kleinkram. Und sobald das durch ist, dann kommt auch die 2.0er-Version. Und was die Frage angeht, sieht man den Profit beziehungsweise halt den maximal möglichen Verlust. Ja, auch das wird in der 2.0er-Version so sein. Also sobald ich hier die Maus drüber bewege, hoffen wir, das geht jetzt hier. Genau, das sieht man jetzt halt hier. Ne? Was halt eben dann letzten Endes, also es ist hier ein ganz kleines Konto, aber nichtsdestotrotz Live-Konto. Sieht man halt jetzt hier, das wäre halt die Größenordnung, also 63 Punkte, so und so viel Prozent und auch in Euro entsprechend das Risiko. Und für den Stop-Loss ganz genau, für den Take-Profit ganz genauso. Wird halt mit dem Fähnchen halt entsprechend angezeigt. Und so oder so, wenn man halt hier auf das Statistikpanel geht, sieht man es ja ohnehin. Wie ich das jetzt hier drin habe, ist der Tag, glaube ich, vorbei. Eieiei. Das ist echt nicht schön. Das ist hier so katastrophal von der Darstellung halt hier gerade ist. Aber so ist das halt. So, sieht man hier oben auch, ne? Risk Reward, da steht es ja halt auch drin. Und das kann man auch übrigens demnächst dann auch umschalten. Also wenn ich hier mit Shift-Click draufklicke und dann wird es entsprechend hier in Punkten angezeigt oder eben prozentual oder halt eben hier in absoluten Werten. Also Punkten
braucht man ja nicht, habe ich auch hier letzten Endes in der Anzeige drin. Und von daher, aber wie gesagt, das geht alles hier mit dem Ferienjob, ja. So, und hier sieht man natürlich auch, ne, deswegen, weshalb das vorhin überhaupt gar keine Auswirkung hatte, also der kleine Loser, weil natürlich entsprechend halt hier der Long Trade eben mal kurz aufgelöst wurde. Deswegen hat hier nur minimaler Knick da oben. Und weil für mich ist das natürlich jetzt hier in der Gesamtbetrachtung. Trotzdem kein Garant, aber wie gesagt, plausibel. Der kann auch hier ein Stück weit runter. Das ist alles erstmal nicht schlimm. Kritisch wird es dann wirklich erst, wenn wir hier hin nochmal gehen würden. Das wäre dann halt irgendwann natürlich kritisch, aber hier oben jetzt erstmal alles nicht. Das ist alles vollkommen im grünen Bereich, was der da macht. Und der Dow macht es halt wirklich gerne. Das hat man auch gesehen. In der letzten Aufwärtsbewegung hat sich wirklich in Ranges da halt fortsetzen. Wer da irgendwie auf eine Welle gewartet hat, um irgendwo reinzukommen, der hat lange warten müssen. Es funktioniert nicht. Wenn der hoch will, will er hoch. Und dann macht er genau solche Geschichten, nämlich einfach nur hier eine Range abklappern. Und je stärker der unterwegs ist, umso kleiner ist auch die Zeiteinheit, in der man halt die Range erfassen kann. Und das war zum Beispiel halt hier bei dem letzten Anstieg, den wir hier hatten. Also jetzt war das halt auf 15 Minuten, ja. Tiefer ist er gar nicht als immer nur das Tief von der letzten 15-Minuten-Kerze, die irgendwie hochgegangen ist. Und dort musste man sich dann halt eindecken, wenn man da dabei sein wollte. Ansonsten gab es überhaupt keine Chance. Weil wenn der halt mal gerade ausläuft oder generell der Dow, wenn der mal läuft, dann läuft er halt, ja. Das kennt man ja. Das sieht er halt dann immer eher ziemlich ja, brutal in eine Richtung, ja. Und der DAX ist da immer ein bisschen geschmeidiger. Der wackelt halt gerne mal irgendwie in mehrere Richtungen halt rum. Und der Dow halt eben nicht unbedingt, ja. Okay, haben wir sonst noch Fragen? Weil hier passiert jetzt leider auch nicht wirklich viel. Also geht halt nur so ein bisschen hin und her, nichts Tragisches und wird sich halt wie immer danach halt nochmal dann entsprechend bei der Markteröffnung dann wohl auflösen, die ganze Geschichte. Ja, es kam eine Frage. Hallo, kann man Charts aus dem Hauptfenster hinauslegen? Also ich fange jetzt mal ab. Nee, geht nicht. Ja, nee, geht leider nicht. Da gibt es aber einen einfachen Trick, ja, also die Frage ist ja wahrscheinlich, irgendwie geht ja darum, irgendwie mit zwei Monitoren, mit mehreren Monitoren halt zu arbeiten, ne? Einfachste Lösung, MetaTrader irgendwie zwei, dreimal installieren und für jeden Monitor einen aufmachen. Das ist eigentlich die allereinfachste Lösung. Klingt zuerst mal merkwürdig, aber liegt wirklich halt nahe. Ich weiß, es gibt halt auch Add-ons, beziehungsweise Zusatzprogramme, mit denen man das machen kann, die kollidieren aber leider halt irgendwie, glaube ich, mit dem Stereo-Trader. Also die funken da halt irgendwo dazwischen und da hat der Stereo-Trader irgendwie nicht so viel Lust drauf. Oder das Zusatzprogramm, ich weiß es nicht. Okay, dann kam noch eine Frage, oder kommen noch jetzt ein paar Fragen rein. Hallo Dirk, wo würdest du denn den Stop für eine längerfristige Short-Position setzen? Denke, die nächsten Wochen könnte der DAX noch kräftig federn lassen. Ich habe Kaufkurs 12.720 und Stoppkurs 12.930. Was hältst du davon? Das ist schon sehr speziell, aber vielleicht kannst du trotzdem... Ja, egal. Ist ja okay. So, lass mich mal gucken. Machen wir hier den DAX mal auf. Ich mache das jetzt mal ganz neutral. So, mal ohne, dass ich da irgendwas eingezeichnet habe, weil dann bin ich ja halt auch immer so ein bisschen befangen. So, Short soll der also, der DAX. Okay. Also hier bin ich jetzt im Wochenchart, um das halt mal irgendwie zu sehen. Oder was ist denn, müsste ich mal andersrum fragen, wo soll der Short denn hin? Ja, also es war ja langfristig gefragt, wo soll er denn hin? Auf 0 oder auf 11.000, 10.000? Also ich sehe, also Stop ist ja 210 Punkte entfernt. Ja. Ja, also wo war das Stop nochmal bei? 12.930 und ja, Einstieg 12.720. Okay, also hier wäre der Stop. Richtung 11.000. Also ich meine, der hat natürlich... kam gerade das als Kursziel. Ja. Gut, der Entry ist jetzt ist ja nicht so wichtig. Ich sage immer, da kann der Markt ja nichts dafür, wo ich mein Entry habe und geht ja halt um den Stop. Tja, also ich bin halt generell skeptisch, ja, was
den DAX angeht, was da Short angeht. Wir sind natürlich jetzt hier erstmal korrektiv unterwegs, ja, also beziehungsweise im Abwärtsmodus unterwegs, aber beziehungsweise von hier oben kommend. Ne? Also wenn man das Ding wirklich halt richtig weit nach Süden schicken will, dann gehört der Stop eigentlich hier oben drüber, ja, also über die 13.200 und irgendwas. Weil hier ist ja nichts. Ja, also wir haben, klar, ich meine, das ist natürlich schön, wenn man da irgendwie Short ist und der fällt jetzt mal einfach so da unten durch. Aber die letzte Aufwärtsbewegung war da nicht, sondern die war dann mindestens ja hier oben. Ja, also wenn man das jetzt mal auf Tagesbasis betrachtet, wovon ich jetzt an der Stelle mal ausgehe, dann gehört das eigentlich schon hier oben hin, da oben drüber, über das letzte Hoch. Und das ist, das weiß ich auch auswendig, die 13.050, die hat halt noch gefehlt. Ja. Und also zumindest mal, das war ein Backtest ganz kurz vor der 13.050. Und, aber da gehört er halt eigentlich hin, wenn man wirklich davon ausgeht, dass der hier fallen soll. Er kann natürlich jetzt hier einfach runterfallen, also gar keine Frage. Ja. Ich meine, das weiß ja keiner. Aber halt fachlich richtig, der Stop an der Stelle finde ich halt nicht gut. Und was ich halt auch immer oder ganz wichtig finde, ist halt zum Beispiel die 13.050. Also ich handle ja nicht irgendwie mit diagonalen Trendlinien. Sowas mache ich ja nicht. Sondern ich gehe ja ein bisschen anders an die Geschichte ran und versuche mir halt schon auch, vorher habe ich es unbewusst gemacht, mittlerweile mache ich es bewusst, die Punkte rauszusuchen, an denen halt Volumen war, ja, die halt gehandelt wurden. Und 13.050 ist halt, aus dem letzten Jahr stammt der halt noch, ein Punkt, an dem einfach halt sehr viel Volumen gehandelt wurde in 2017. Und genau das Gleiche gilt halt eben für die 12.978, die zeige ich mal hier nochmal kurz in meinem Stundenchart. Das war ja auch so ein Punkt, den habe ich ja schon angesagt, bevor er überhaupt auch nur in der Nähe war. Die 12.978 habe ich halt damals vor 3-4 Wochen schon geschrieben. Das ist halt ein potenzieller Point of Control. Ja? Also dort wird viel Volumen kommen, wenn ich das halt richtig sehe. Und es war dann auch so, wir hatten dann dort mehrfach halt sehr hohes Handelsvolumen an der Stelle. Und große Marktteilnehmer handeln letzten Endes von Volumen zu Volumen. Ja? Und das ist ja keine Theorie oder jetzt irgendein Indikator oder so, sondern das ist halt Fakt, das kann man ja auch beobachten. Und wenn ich jetzt von diesen 12.930 ausgehe, die sind halt hier knapp unter den 12.978. Also wenn der nochmal da hochkommt, dann sehen wir auch, so würde ich behaupten, relativ garantiert nochmal die 12.978, weil dort halt einfach viel umgegangen ist. Und direkt drüber die 13.50, wie gesagt, aus dem Vorjahr halt wichtig. Und deswegen gehört für meine Begriffe das Ding hier oben hin. Weil dann, wenn ich wirklich runter will, 1000 Punkte und mehr. Und das passt ja auch zum CRV. Wie gesagt, der Markt interessiert sich nicht dafür, wo mein Stop ist oder wo mein Break-Even ist. Ja, das ist ja meine persönliche, mein persönliches Pech sozusagen. Sondern es geht ja darum, den Stop so zu setzen, dass es halt letzten Endes halt Sinn macht, ja, aus der Sicht des Marktes, nicht aus der Sicht von meinem Geldbeutel. Und deswegen finde ich, glaube ich, nicht gut, den Stop an der Stelle. Also hier, da wo er halt, sieht man jetzt hier nicht mehr, da wo er halt eben gewesen ist. So, der Dow Long, da passiert ja was, der läuft ja an, das ist doch schon mal schön. Der macht also schon mal das, was er sollte. So, springt auch genau da oben hin, da hin, wo er sollte. So, jetzt muss ich hier nur ein bisschen Überblick hier behalten. So. Das passt auch schon mal. Wie gesagt, ich lasse den jetzt erstmal, glaube ich, hier drin. Oder machen wir das doch mal anders. Wenn wir hier schon NFP Live Trading haben, das hier war ja ein Trade, dann machen wir den an der Stelle doch einfach mal dicht. Ja, wenn er jetzt hier noch irgendwie einen Sprung macht, mal gucken hier, 30 Minuten Kerze. Das war die letzte initiierte Bewegung. So, hängen wir direkt mal den Trail dran, mal gucken, ob das jetzt hier überhaupt funktioniert. Mit meiner super Rechner-Performance an der Stelle. Okay, so, Trail rein. Lass mal laufen die Nummer. Gucken, ob man ein Stück weiterkommt. Und ansonsten nehmen wir hier jetzt ein paar Euro bzw. Dollar mit. So, ne, aber das, was ich vorhin gesagt habe, das ist eben, das kann man im DAO immer wieder beobachten. So, raus erstmal aus der Nummer. So, jetzt haben wir die Kurve noch ein bisschen nach oben gebogen.
Ja, ne? Passt doch. So, jetzt haben wir den Knick, wenn wir da aber hin soll. So, das war doch auf jeden Fall mal eine schöne, gelungene, schnelle Nummer. Schöner wäre sie gewesen, wenn ich halt irgendwie nicht da am Anfang noch irgendwie x-mal hätte draufklicken müssen. Aber ist okay. So, das passt. Das ist halt ein Anlaufziel, nicht wegen dem Ehemann, das habe ich ja vorher noch gesagt, der ist zwar zufällig auch hier, sondern ich gucke halt immer hier Außenstäbe und so weiter. Und wo ist das nächste Plausible? Hier ist auch meines Erachtens nicht Schluss, ja. Das geht schon noch ein Stück weiter, aber jetzt nicht unbedingt in der ersten Bewegung. Ja. Der kann jetzt hier reagieren, ein paar Punkte nochmal runterkommen, aber das Interessante, ganz klar hier oben, an der Stelle, jetzt sag mal, das ist ja, bewegt ja gar nichts. Weil das Volumenprofil sollte jetzt eigentlich auch hier runterrutschen. Okay, da ist es. Hier oben bei der, wie gesagt, 640, ich weiß, ich habe es schon gezeigt, aber ich zeige es nochmal. Und darüber, ja, haben wir jetzt halt hier, das ist zwar jetzt nur, muss ich auch kurz erklären, also hier haben wir halt auch so eine Volumenglocke, ja, das heißt, das hier war der meistgehandelte Kurs gestern, ja, nicht, wo das meistgehandelte Volumen war, das war einfach nur der meistgehandelte Kurs. Das ist das, was die Volumenglocke im MetaTrader 4 mit CFDs anzeigt. So, direkt darunter haben wir die Range, und das heißt, absolut plausibel, dass der einmal hier oben hingeht, an die 660 und dann vielleicht nochmal unter der Range liest und dann nochmal ordentlich korrigiert. Das wäre halt plausibel. Und das hier ist jetzt einfach nur die nächste Station, weil halt einfach hier eine 30-Minuten-Kerze, Stundenkerze, das gleiche an der Stundenkerze nicht. Aber hier am Anfang von einer 30-Minuten-Bewegung nach unten, da reagiert er und da will der halt hin und das ist halt einfach nur eine Station. Aber eigentlich will der da oben drüber. Das heißt, was heißt, er will es, ja, also die Marktteilnehmer, die jetzt unten gesagt hat, nee, ich bin da nochmal long dabei, die haben natürlich da oben das im Visier, ja, und da interessiert es überhaupt nicht, wo ich irgendwie eine Trendlinie oder sonst was habe. Hier war das Volumen, hier ging es runter, da will der auch hin, ganz klar, ja, also zumindest ist es halt immer das, woraus man halt die Richtung halt am besten eben ableiten kann. So, jetzt musste ich kurz hier unterbrechen mit dem DAX Short, aber wir sind hier im Live-Trading-Webinar, muss ich mir natürlich auch mal zwischendurch um den Trade kümmern. So, und hier im DAX rauszugehen aus dem Short war also auch richtig. Ja, man sieht hier, da kommt einfach noch ein bisschen was nach. Und weil der hat natürlich auch sein nächstes Angriffsziel, ganz klar, hier oben an der Wiege, ja, da wo es halt hier, haben wir noch eine kleine Aufwärtsbewegung, dann ging es runter. Und da haben wir auch aus dem Market Profile hier die 811. Bei mir wäre das die aus der horizontalen bzw. vertikalen Betrachtung wäre das die 813. Das passt, ja. Also dahin, dann darf er dort auch nochmal reagieren. Aber das ist natürlich das Ziel, wo die Reise hingehen soll. Und ja, also hätte ich gestern Abend, war ich da auch noch etwas skeptisch, was diese Bewegung angeht. Und aber heute Morgen gesehen habe, okay, der kennt irgendwie auch nur eine Richtung. Dann muss man dann auch irgendwann auch mal einsehen, okay, das ist wohl tatsächlich das, was passieren könnte. Weil ich hatte gestern auch noch geschrieben in meinem Blog, also wenn er das machen will, dann muss er das eigentlich in einer Squeeze-artigen Bewegung machen. Der DAX also dann wirklich halt am Stück hier hoch. Und ich traue mich jetzt hier noch nicht umzuschalten auf 4 Stunden, aber dort wird man sehen, da ist halt eigentlich, auf 4 Stunden habe ich halt hier dazwischen eigentlich nichts, ne? Sondern das ist dann halt vielleicht höchstens eine Unterbrechung von der Kerze, aber mehr halt auch nicht. Da ist keine Welle und kein gar nichts. Und wenn wir uns hier im 4-Stunden-Chart jetzt halt bewegen, dann ist es halt einfach relativ klar, dass wir da oben halt auch nochmal stranden bzw. landen. Also wie gesagt, ich war selber skeptisch und kann man jetzt natürlich auch mit dem Sentiment erklären, ja, also wenn man heute Morgen irgendwie sich mal umgeguckt hat, jetzt in irgendwie verschiedenen Gruppen oder halt auch verschiedene Analysen gelesen hat, wird man halt gesehen haben oder ich konnte überall, konnte ich finden, irgendwie Short bei 12.640, 735, 745. Könnte man natürlich jetzt auch böse unterstellen, ja, das Sentiment und hier werden jetzt wieder alle abgefischt. Ja, weiß ich nicht. Also das Sentiment sagt vielleicht eher was drüber aus, wie die Masse sich positioniert. Und ich behaupte halt auch mal, dass halt eben der Großteil der Analysen auch ein Sentiment wiedergibt. Aber da steckt nicht unbedingt böse Absicht dahinter, sondern halt einfach nur dann halt eben auch vielleicht so ein bisschen falscher Blickwinkel. Weil
die Aufgabe besteht ja logischerweise immer darin, sich hineinzuversetzen in diejenigen, die den Markt bewegen. Ja? Und wenn da halt irgendein Fonds ist, der halt nun mal irgendwie seine Kohle sozusagen im Markt halt loswerden muss, der nutzt ja halt dann letzten Endes auch jede Gegenbewegung, um dann halt irgendwie da günstig einzukaufen. Ja? Und das weiß man ja halt eben nicht. Und nur das, was man halt sieht, ist, und deswegen funktioniert ja eben auch zum Beispiel die markttechnische Betrachtungsweise halt ja auch sehr gut, auch wenn einige behaupten, es funktioniert nicht, bin ich völlig anderer Ansicht. Und deswegen haben wir dann auch solche Geschichten, wie zum Beispiel, wie man es dann halt hier sieht, ja, dass dann halt eben kein neues Tief gemacht wird oder halt, dass wir hier einfach nur noch Gegenbewegung haben. Das ist ja letzten Endes Markttechnik, ja, wenn halt irgendwie die kleinen Lows, also die kleinen Tiefpunkte direkt wieder gekauft werden. Ja, da sieht man ja halt einfach, und wenn dann auch Volumen noch dahinter steckt, erkennt man ja, okay, die großen Marktteilnehmer kaufen das Ding halt. Ja. Und es hat ja keiner was davon, erstmal, wenn so ein Index halt kracht. Ja. Kann natürlich trotzdem irgendwann mal passieren, aber das halt irgendwie vorherzusehen, ist halt immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Also Crash-Propheten kennen wir ja alle, die liegen irgendwie 10 Jahre falsch und dann liegen sie einmal richtig und dann sagen sie, ich habe es doch gewusst. Und deswegen, gerade im Index, sollte man eigentlich immer davon ausgehen, dass es darum geht, halt, dass so ein Ding halt steigt und dass es darum geht, günstig reinzukommen und nicht, dass es kracht. Und ja, das finde ich halt immer, ist halt wichtig, wenn man einen Index handelt, dass man das halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Okay, also, noch Fragen? Kann ich noch was irgendwie beantworten? Beziehungsweise vorhin mit dem DAX Short, war das soweit verständlich? Genau, da kam schon die Antwort. Dankeschön. Also ja, das ja. Perfekt. Ich gucke noch mal gerade, ob noch ein paar weitere Fragen drin sind. Ja, eine Frage kam zu dem, hallo, was ist das Priax-Tool im US-Chart? Also okay. Ja, das ist für mich nur eine eigene Indikation. Die wird es auch irgendwann mal geben. Das ist auch schon öfters mal gefragt worden. Die zeigt mir halt solche Ranges an. Ja, also von jetzt letzten Endes ist hier einfach nur eine Darstellung von dem Außenstab hier auf 30 Minuten und der zeigt mir die Geschichte halt hier an, ja, wo ich halt einfach erkennen kann, da unten ist die potenzielle Range halt zu Ende, deswegen bin ich ja auch da nochmal long gegangen und das visualisiert die ganze Geschichte und zeigt mir hier, so jetzt schöner Vorführeffekt, jetzt ist hier die 30 Minuten Kerze fertig, wie man sieht, Außenstab, ja, hier unten einfach die Eröffnung und auf einer Stunde eben auch, das matcht gerade, also hier ist auch gleichzeitig die Unterkante von der Stundenkerze in dick blau dargestellt und hat eben die Range auf 30 Minuten. Und was eben, der muss jetzt nicht direkt weiterlaufen, wenn der jetzt aber zum Beispiel korrigiert, ja, und ich habe so ein massives Gebilde und dann ist es schon oft sehr gut handelbar, wenn man es ja einfach hier an der Range dann eindeckt, also an der Unterkante von so einem Außenstab. Ja, ist natürlich auch kein Garant, aber wenn man eben massive Bewegungen hat, die nur in eine Richtung halt zeigen, das ist halt einfach hilfreich. Und das macht eben dieses Priax-Tool und eben nebenbei halt auch noch in einer ähnlichen Art und Weise Linien zu berechnen, wie ich das halt auch mache. Aber wie gesagt, gibt es noch nicht, kommt aber ganz sicher mal irgendwann. Ja, ich weiß, ich habe schon bei vielen Sachen gesagt, kommen irgendwann, das ist aber keine Unzuverlässigkeit oder böse Absicht, sondern es ist einfach nur, ja, es muss ja auch alles zeitlich irgendwo umgesetzt werden und passen. So, mal gucken, möglicherweise kriegen wir jetzt hier die Bewegung auch direkt hier oben hin. Da werden wir hier nochmal eine Reaktion haben an der Range, relativ sicher. Das wäre übrigens auch jetzt mal noch ein Short. Ja, aber nur auch für eine Gegenbewegung. Es ist ein bisschen schade, dass ich meinen Long hier nicht mehr habe, meinen Swing, aber der hat mich die letzten Tage eh mehr Nerven gekostet als irgendwas, das Ding da halt am Leben zu erhalten. Da muss man, glaube ich, auch für gemacht sein, irgendwie für Swing Trading. Ich bin eher der Intraday-Händler und so ein Swing, der stresst mich eigentlich mehr. Auch wenn er jetzt hier schon wieder, wie gesagt, hat irgendwo 300 und 30 Punkte irgendwie vorne liegt. Ich weiß nicht, hat den noch jemand? Also sind ja auch einige aus der Gruppe dabei. Ist da noch jemand long seit der 24.270? Oder haben den alle weggeworfen? Weil ich hatte ja offiziell zwischendurch mal aufgelöst mit, ich glaube, 250 Punkten oder sowas.
Aber die Idee habe ich ja nach wie vor ja beschrieben, warum, weshalb. Und kann natürlich auch immer noch passieren, ja, dass der da oben rausläuft. Aber Reaktionen werden wir hier auf jeden Fall kriegen. Also hier in dem Bereich. Entweder jetzt hier an der 24.640 oder hier ein Stückchen höher, da wo Mr. Orange hier rausguckt. Also ein bisschen was passieren wird da schon noch. Und dann kann man nachher gucken, wenn es dann halt einen Dip geben sollte bei der Markteröffnung, dass man da halt irgendwo einen vernünftigen Punkt findet. Beziehungsweise man wird es ja sehen, ja, wenn er halt irgendwo ins Stocken gerät. Also besser nicht irgendwo blind reinspringen, wenn man da an Long glaubt, sondern lieber mal abwarten, was treibt der Markt. Und dann mal gucken, wenn das irgendwo stockt und dann lieber dort irgendwie sich nach oben einstoppen lassen, als mit einer Limit da gnadenlos dagegen zu gehen. Also sage ich halt eh mal, Limits im DAO, da muss man schnell sein, ja. Und weil man eine Lust hat, dann rennt er halt einfach durch. Gerade wenn es nach unten geht. Nach oben schon mal eher, da funktioniert sowas schon gut. Deswegen ist also auch hier sowas, wie zum Beispiel diese Limit an der Stelle jetzt halt, halte ich für ungefährlich. Aber nach unten bremst er erstmal nicht, wenn er mal Fahrt hat. Okay, habe ich jetzt irgendwie wieder einen Faden verloren? War ich mitten in der Frage und bin wieder ausgewichen? Du hast gefragt, ob noch jemand long ist und kam ein paar Antworten auch zurück. Einige sind sogar long. Einige auch natürlich auch. Schön. Also gemischtes Bild. Ne? Vielleicht ja. Kannst du noch auf eine Frage eingehen, die ich noch gelesen hatte. Die Frage war, ob es das Market Profile Tool auch für den MT5 gibt? Ja klar, also jetzt mit der 2.0er Version kommt alles auch für den MT5 gleichzeitig. Und klar, dann geht es natürlich auch, logisch. Es geht nur, wie gesagt, müssen wir es noch ein ganz kleines bisschen gedulden. Und die Testphase ist ein bisschen länger ausgefallen von der 2.0, aber die kann auch eben ein bisschen mehr. Und wie gesagt, nur Kleinbaustellen. Und da wird es auch ein eigenes Webinar dazu geben, wenn wir auch hier auf jeden Fall ein Vorstellungswebinar bei FX Flat natürlich auch dazu machen. Und wird auf jeden Fall groß angepriesen, weil ich weiß, da warten ja einige drauf. Ja super. Eine Frage nochmal zum Backtest. Ist das, in welchem Stereo-Trader sind Backtests möglich? MT4 oder auch MT5? Leider nur im MT4. Also es ist halt von der Architektur vom MetaTrader 5 ist es dort halt leider nicht machbar, beziehungsweise nur mit manuellem Zutun, ja, also das haben ja irgendwie einige schon mal probiert und haben gemeint, ja, wenn ich irgendwo klicke, kommt das irgendwie ganz woanders raus. Ja, das liegt eben, also ist halt intern technisch begründet, also geht nicht ohne weiteres. Deswegen wird es das auch erstmal nicht geben. Ich habe mich diesbezüglich auch selber schon mal an MetaQuotes, also die Hersteller vom MetaTrader, auch schon mal gewandt. Aber die haben da irgendwie kein Interesse dran, den Tester halt irgendwie so zu machen, wie es auch im MT4 geht. Also aktuell nur im MT4. Aber ich denke mal halt, um Dinge auszuprobieren, Handelsansätze zu testen und so weiter, ist es ja auch völlig okay. Also da muss es ja nicht unbedingt der Finder sein. Okay, dann war eine Frage noch. Wie kann ich das Panel auf die waagerechte Leiste legen? Die Frage ist jetzt schon ein bisschen älter. Paar Minuten, also vor 20 Minuten war die Frage. Also das Panel. Also gar nicht. Also das Panel hier, das Handelspanel, da, die Geschichte. Vermutlich ja, also. Unglaublich. Ja, geht gar nicht. Also das ist hier rechts fest verankert. Das funktioniert nicht, das waagerecht. Also ist ja dann irgendwie gemein, dass man es hier unten hin oder so halt macht. Ne? Das geht halt. Leider nicht. Und dann kam eine Frage, wie löst man denn korrekt einen Hedge auf? Ja, das ist eine gute Frage. Also Hedge, zur Erklärung, die Frage kam ja, kommt ja daher, wo ich ja vorhin gemeint habe, ich war halt hier long von 24.271 und habe zwischendurch immer gehedged. Also hedgen bedeutet ja eigentlich immer, oder böse gesagt, kann man ja, könnte man auch sagen, oder das Sprichwort gibt es auch, ein Hedge ist das erste Eingeständnis eines Irrtums. Und das ist natürlich so nicht ganz richtig, ja, aber hedgen bedeutet halt auch immer, dass man eigentlich weiß, okay, das geht da erstmal nicht, ich muss da halt mal dagegen sichern. So, das sollte man halt eigentlich nie vergessen. Das heißt,
eigentlich ist es halt ja Quatsch. Es ist rein psychologisch. Und ich habe das ja auch nur gemacht, um meinen Break-Even, wie ich ihn ja eben noch zeigen konnte, der jetzt halt ja weg ist, um den halt einfach da unten im Auge zu haben. Ja? Aber eigentlich ist es Unsinn. Ja? Man kann auch genauso gut da oben auflösen. Ich male mir hier unten eine Linie hin und schreibe dann dazu, hier bist du reingegangen, mein lieber Dirk. So. Und wäre eigentlich das Gleiche. Sieht aber natürlich eine PL schöner aus, wenn die halt immer weiter wächst. Deswegen ist es natürlich rein psychologisch. Und wie löst man ihn richtig auf? Das wäre, die Frage ist etwa gleichbedeutend mit, wo löse ich meinen Short auf? Wenn ich, und wo gehe ich Short und wo löse ich ihn auf? Ich habe es einfach nur, also das wäre ja halt eine Antwort, wenn man das so einfach beantworten könnte, dann bräuchte man auch morgen nichts mehr zu machen, außer genau das, macht jeden Tag 10% und ist in 3 Monaten der reichste Mann der Welt. So einfach funktioniert es natürlich leider nicht. Und aber was ich halt einfach gemacht habe, ist, ich habe mir halt hier einfach meine eine Geschichte halt hier genommen, also hier mein Setup, was ich in meinem Blog halt poste, und da gab es ja halt einfach diverse Punkte, ja, also wo ich halt zum Beispiel Linie in Rot, oder vorgestern war es ja halt so, bin ich jetzt hier schon wieder im DAX unterwegs, nee, im Dow bin ich, da war es dann halt so, die ist jetzt nicht mehr da, die Linie, die 715, so, das war die erste rote, und da habe ich halt, obwohl, den habe ich verpennt, den habe ich erst nachher gesehen, aber grundsätzlich bin ich halt einfach an Punkten, wo ich weiß, da gibt es Widerstand, habe ich erstmal den Hedge aufgemacht. So, und richtig auflösen, ist halt die Frage, ne? Also ein Hedge hat ja dann schon funktioniert, wenn ich irgendwie einen Punkt schon gespart habe. Ja, das heißt, ein richtig Auflösen gibt es nicht. Man sollte einfach nur gucken, dass man den Hedge natürlich möglichst im Gewinn halt auflöst und nicht etwa im Verlust. Und das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt hier so eine Bewegung hat, ja, wenn man hier unten reingeht, so, und man hat das hier oben hin durchgehalten, packt dann hier den Hedge hin und sieht dann, verdammt, das läuft ja weiter, dann darf man natürlich nicht den Fehler machen und dann hier plötzlich irgendwo hier oben den Hedge auflösen und man denkt, nein, es läuft ja, weil das führt dann natürlich dazu, dass ich den Hedge im Verlust habe, dann kommt die Geschichte doch wieder runter und dann habe ich ein Problem. Und dann habe ich nämlich halt die doppelte Strecke letzten Endes draufgelegt, nämlich einmal war ich Short falsch und Long auch noch. Und sollte man nicht machen. Da sollte man dann wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel hier einen Hedge hatte bei 640, ich hatte ihn tatsächlich bei 673 und habe auch mal eine Zeit lang ein bisschen schräg aus der Wäsche geguckt, dass er nochmal nach oben gegangen ist, aber habe dann eben auch gesagt, nein, der bleibt da drin, erst wenn das Ding sich vernünftig irgendwo im Plus auflösen lässt, ja, dann gehe ich da raus. So, das heißt aber dann auch gleichzeitig, ich muss aber auch akzeptieren, dass mir Long vielleicht noch ein Stück weit entgegenkommt, ja. Und aber letzten Endes, solange ich ja mein Trade als solches im Blick habe, ist das ja auch völlig okay alles. Ja? Und das heißt, wenn man sich, also ist zumindest meine Meinung, wenn man sich mal vertan hat, oder mal als Beispiel, man hat hier sein Hedging gepackt, ja, ich hoffe, man kann das halt erkennen, hier an der Stelle, ich versuche das mal halt irgendwie einzuzeichnen, so, hier unten, wie gesagt, war Entry, so, wenn ich das Beispiel dann gesagt hätte, ein Hedge, den mache ich hier, und dann muss man meines Erachtens oder sollte man auch dabei bleiben, ja, und dann erstmal sagen, okay, auch wenn es jetzt irgendwie nicht funktioniert und der weiterläuft, gut, habe ich halt Pech gehabt, ja. Das heißt aber auch im Endeffekt, ich habe die Strecke erstmal quasi realisiert, ja, das ist ja das, was ich dann fest am PL auch habe, und macht, wie gesagt, meines Erachtens keinen Sinn, da halt irgendwie dauernd auf und zu machen, könnte höher, könnte doch runter, dann artet es eigentlich in verkapptes Scalping irgendwo aus. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also deswegen eher versuchen, dann zu sagen, okay, gut, war so, habe ich mich getäuscht, läuft die falsche Richtung, macht nichts, kommt der noch mal runter und mein Trade ist in Ordnung, dann löse ich den irgendwo auf. Also hier war es ja gestern, das hatte ich auch gepostet, die 24.390, dort hatte ich dann tatsächlich den Hedge von hier oben aufgelöst. Und das war auch erstmal gut soweit. Und aber trotzdem ist er hier nochmal ein gutes Stück entgegengelaufen. Hat er auch noch geschrieben, wenn er jetzt aber nochmal irgendwie 20 Punkte neues Tagestief macht, dann gehe ich da auch raus aus dem Long. Und also war ein bisschen komplizierter. Also die in der Gruppe wissen das. Er ging ja dann nochmal hoch, aber ich habe hier oben nochmal gehedged und dann unten nochmal aufgelöst. Das war aber auch so ein bisschen Zufall, weil ich es kurz mal aus dem Auge verloren hatte. Aber generell, wie gesagt, wenn man hier unten rein ist als Beispiel, da oben den Hedge nicht vorher auflösen, sondern sich wirklich dann
lieber zur Aufgabe machen, er muss irgendwie 100 Punkte tiefer sein oder was auch immer, dann löse ich auf und dann kann ich mir das Ganze ja auch in Ruhe angucken, ob es weiterläuft oder nicht, weil dann habe ich ja auch kein Risiko mehr. Das Bild von vorhin hat man es ja auch gesehen, mein Entry war irgendwo hier an der Stelle, und aber mein Break-Even war hier unten. Das war halt einfach durch die Hedge-Auflösung, ja. Und weil da halt einfach dann logischerweise ein bisschen was positiv in den Trade reinspielt. Aber wie gesagt, pauschal nicht, aber das ist so meine Regel, nach der ich das mache. Ein Teilnehmer. War das verständlich? Ja, ein Teilnehmer hat auch eine Anmerkung noch dazu. Er schreibt, also ich habe mit Hedgen schon mal ein Konto geplättet, da nach Auflösen einer Richtung die Margin extrem steigt. Man kann den Hedge höchstens zur Sicherung auf Einstand ziehen. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie man es macht. Ne? Ich meine, solange man ja wirklich 1:1 das Ganze dann halt macht, kann es ja eigentlich nicht passieren. Ne? Nur man kann natürlich auch so weit in alle möglichen Richtungen hedgen, dass sobald ich dann halt eine Seite auflöse, mir die andere komplett um die Ohren fliegt. Ne? Das ist klar. Das sollte man natürlich nicht machen. Deswegen, wenn man hedgt, dann sollte man das wirklich mit Geduld machen, glaube ich. Und definitiv. Ich glaube, das war dann an der Stelle wahrscheinlich so. Super erklärt, ja. Echt gut. Ich habe jetzt keine Frage mehr, die offen ist aktuell. Also man kann immer sagen, dass natürlich noch eine reinkommt jetzt. Es dauert immer, bis die Teilnehmer das geschrieben haben, aber aktuell ist, glaube ich, keine mehr offen. Falls ich jemanden vergessen habe, einfach die nochmal kopieren und mit Copy-Paste nochmal einfügen. Ja, also wie gesagt, abschließend vielleicht dann noch, wir sind ja dann auch gleich durch, Viertelstunde ist eben Markteröffnung. Hier sieht man ja halt auch, was der Dow zum Beispiel jetzt macht, ja, um mal kurz auf den nochmal hier einzugehen. So, das heißt, er fällt jetzt hier erstmal in die Range zurück, oder das heißt, noch ist es ja keine Range, ja, aber so ein Außenstab wie hier hat immer das Potenzial, eine Range abzubilden. Und deswegen, selbst wenn der jetzt hier runterkommt, macht nichts, ja. Also das kann man auch wahrscheinlich nachher mal beobachten während der Markteröffnung. Ganz oft geht er nämlich hin und klappert bei der Eröffnung erstmal das Tief oder wenn die letzte 30-Minuten-Kerze ein Außenstab war, beziehungsweise wie jetzt hier davor, geht Kassaeröffnung ganz oft hin und guckt erstmal halt, also in der Range nach unten und schiebt erstmal innerhalb dieser Range. Kann man beobachten. Nicht immer, also wie gesagt, Voraussetzung ist natürlich, dass überhaupt so ein Außenstab, ich nenne es die ganze Zeit Range, es ist noch keine Range, ja, aber so entstehen sie. Und wie gesagt, Bedingung ist, dass wir so einen Außenstab haben, der halt wirklich halt bisschen massiv rausguckt aus der Masse davor, ja, also auch wenn das jetzt hier nur der Future ist, die ganze Zeit, der läuft und nicht der Kassamarkt, aber kann man gut beobachten. Und war auch vor 2 Tagen, wann war das genauso, wo das halt bei der Öffnung erstmal nur hin und her ging und man wusste nicht, fällt oder steigt das Ding. Wenn man sich das auch mal angeguckt hat, einfach die Stundenkerze war es da, beziehungsweise 30 Minuten das Gleiche, der hat nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit hier hin und her geschoben, einmal kurz unten raus und das war's dann und da ist dann nachher halt oben durchs Dach. Und ich glaube, hier war das. Diese Stelle müsste das gewesen sein, ja, wo der halt, sieht man jetzt hier leider nicht gut, aber nur um das mal irgendwie kurz zu verdeutlichen. Was immer. Ich muss das hier mal ausmachen. Oder war das nicht die Stelle? Wir sind doch jetzt hier irgendwie in gestern und 30 Minuten. Mann, ich muss mal hier auf Stunde. Ich sehe so nichts. So, genau, hier war das. Das war die Eröffnung. Hier sieht man, wo ich die Maus bewege. Ich mache es ein bisschen größer. So, das war die Stundenkerze vor der Eröffnung. Ja, diese Kerze hier. Und er hat nichts anderes gemacht, als irgendwie halt erstmal ein bisschen hoch. Und dann runter, und nochmal runter, und dann hier einmal kurz drunter geguckt, ja, also weil das war ja ein Außenstab, sieht man jetzt hier nur nicht wirklich gut, ich versuche es mal irgendwie einzuzeichnen, so, damit man das Prinzip mal versteht, also das war der Außenstab, ich hoffe, man erkennt das, ich versuche es mal irgendwie in einer anderen Farbe hier, ich glaube, das ist was ganz Gruseliges dabei raus, aber egal, ne, so geht doch. So, ja, das war halt ein Außenstab. So, ist jetzt hier nicht ganz genau, aber ist okay.
So, und das war irgendwie 14 Uhr oder irgendwas oder 13 Uhr, ich weiß nicht, aber die letzte Aufwärtsbewegung. Und danach ging ich mal oben ein bisschen raus, dann war halt hier die Eröffnung, ein bisschen runter, runter, da stand dann irgendwie 2 Stunden auf der Stelle, hat dann einmal kurz hier unten Fehlausbruch unter die Range, die es ja dahin ja dann auch war, und geht dann halt nach oben. Und das ist halt eigentlich ein ganz typisches Verhalten und was man wirklich ganz oft sieht bei der Eröffnung vom Kassamarkt. Kann man nachher mal im Auge behalten, weil wie gesagt, hier haben wir auf jeden Fall jetzt eine potenzielle Kerze, beziehungsweise eine potenzielle Range in diesem Außenstab, in dieser Stundenkerze. Und da wird er sich wahrscheinlich noch eine Zeit lang mit befassen. Und dass er einfach so darunter kippt, würde ich fast wetten, dass das nicht passiert. Vielleicht macht er eine Übertreibung hier auf den Punkt, wo ist immer da? Ich klicke, ich will keine Limit Order. 25.500, das ist jetzt hier leider nicht richtig. 25.515, beziehungsweise 516, genau, die ist ja auch bei mir im Blog drin. Das wäre halt, glaube nicht, dass der da einfach drunter fällt, ja, weil das wäre einmal knapp hier unter der Range. Und je nachdem, wie lange er da drin rummacht, ist das schon ein potenzieller Punkt, um da halt gleich wieder zu drehen und sich zumindest mal mit dem Bereich hier zu befassen, wenn er überhaupt natürlich jetzt gleich in 10 Minuten runterkommt. Aber wie gesagt, kann man gerne mal im Auge behalten. Ich habe ja da schon einige Male bei den letzten Malen was gesagt zur Kasseeröffnung, wie die laufen könnte. Und das hat eigentlich auch immer gepasst, oder fast immer, zumindest mal die letzten Male hat es eigentlich immer sehr gut gepasst. Und ansonsten, wie gesagt, hier oben 640, knapp drüber die 672. Das, wie gesagt, ist der Bereich, um den es geht. Ja, ob wir da drüber laufen, das weiß ich nicht. Ja, also ich habe keine Glaskugel. Aber das ist der Bereich, der interessant ist. Dort war ein Haufen Volumen, dort ist ein Haufen passiert. Und wenn das Ding steigen soll, muss er da durch. Deswegen ist das der interessante Bereich. Und deswegen würde ich auch nicht auf die Idee kommen, hier irgendwo zu shorten, nach dem Motto, der kippt jetzt bestimmt runter. Das wäre eher Meinungstrading und funktioniert, kann man fast garantieren, nicht. Okay, wie gesagt, DAX, das Gleiche, ja, da geht es um die 11.813, das ist der Punkt, weiß ich auch nicht, ob es drüber geht, machbar ist es, wenn man sich das mal so anguckt, aber wie gesagt, weiß keiner. Und letzten Endes hier, Knackpunkt ist die 12.859 oder 860 und weil dort einfach sieht man ja hier massive Abwärtsbewegungen eingesetzt, nicht mehr drüber. Kein neuer Hochpunkt, Abwärtsbewegung fortgesetzt. Ja, also rein markttechnisch sind wir hier im Abwärts. Und deswegen müsste hier, das könnte man natürlich hier mal so eine lustige Diagonale halt da irgendwie reinbringen. Ja. Deswegen wäre nach so einer Betrachtung jetzt hier erstmal Schluss. Ja, und vielleicht auch der Grund, warum der hier gerade reagiert. Aber wie gesagt, ich handle sowas nicht. Weil damit kann man versuchen, irgendwie den Markt linear abzubilden, das funktioniert aber nicht. Und weil es einfach nicht darstellt, worum es geht. Es geht definitiv immer um die Punkte, wo Volumen war und nicht um irgendwelche Diagonalen. Und das hier ist der interessante Punkt. Und darüber müssten wir und dann auch am besten gleich hoch, irgendwie 912. Dann hat das Ding nach oben, Potenzial nach oben wegzudrehen. Vielleicht ist auch der Stop-Loss bei 930, den vorhin einer eingeworfen hat, an der Stelle dann auch gar nicht so falsch. Weil es zumindest dann wahrscheinlich ab der Stelle nicht mehr wirklich viel Sinn macht, glaube ich, da halt großartig auf Short zu setzen. Okay, so, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Überblick hier geben, der sich ja auch gezeigt hat, vom Ansatz mir auch nicht ganz falsch war. Wir haben jetzt hier auch ein paar Geschichten gemacht. DAX Long wurde aufgelöst. DAX Short, kurze Bewegung, Gegenbewegung auch noch mitgenommen. Dow Long hat funktioniert, die generelle Richtung, als auch eben den Trade, den ich hier vorhin noch gezeigt habe. Hier mit rund, wie viele Punkte waren das überhaupt? 70 Punkte fast, ne? Das ist gelaufen, ja nicht ganz, 60 Punkte etwa. Und gerade wegen der Tatsache, weil es halt heute wirklich so ein bisschen tricky ist und es sich nicht so leicht ableiten lässt wie beim letzten Mal, wo der Markt hier hingeht, bin ich aber, glaube ich, dann doch ganz zufrieden hier mit dem, was ich zeigen konnte. Und ich hoffe natürlich, bei den Dingen, ihr seid es halt auch und könnt ein bisschen was damit anfangen, mit dem, was ich gezeigt habe. Da würde ich sagen, wir schließen an der Stelle.
wenn das für dich auch okay ist, Andreas. Oder ist der Christian? Nee, Andreas, ne? Ich vermisse dich jedes Mal. Andreas, das ist richtig. Ja, klar, ist für mich in Ordnung. Dann ja. Vielleicht noch eine kurze Frage, die noch am Ende reingekommen ist, nur zu den Kosten des Market Profile Add-ons. Der Kunde war auf der Homepage und hatte sich dort noch nicht registriert. Kannst du sagen, was das kostet, dieses Add-on? Ja, also es gibt ein, kann ich eigentlich nicht, ich weiß es nämlich nicht auswendig. Also es gibt auf jeden Fall ein Test-Abo, das kostet irgendwie 9,90 Euro erstmal. Und dann gibt es also pro Monat, also für den ersten Monat, ja, damit man es überhaupt mal ausprobieren kann. Und dann gibt es unterschiedliche Preise für solche, die halt bei Olli, also Olli Klemm, dort halt in der Member-Community sind. Das ist halt ein bisschen günstiger dann, kostet glaube ich irgendwie 39 oder 49 im Monat, ich weiß es nicht. Und die andere Variante ist nochmal, kostet nochmal ein paar Euro mehr. Und da aber einfach bitte mal auf der Homepage gucken oder dann einfach mal eine Nachricht schreiben. Also ich kann es auf jeden Fall halt empfehlen, ja. Also ich meine, man hat ja hier halt auch wieder schön gesehen, ja, dass es halt einfach wirklich hilfreich ist, weil es halt, so wie der Olli halt auch immer sagt, einfach eine Landkarte ist. Und genauso der Long hier, den ich vorhin damit reingebracht habe, den wir jetzt natürlich hier nicht mehr sehen, aber auch, kann ich auch mal kurz was dazu sagen, das war ein ganz simpler Grund, warum ich da Long gegangen bin, wo wahrscheinlich irgendwie alle schon Short unterwegs waren, weil 640 hat ja reagiert. Das war ganz einfach hier unten Aufsätze auf der Value Area. Da war mein Long Entry. Und wie man auch sieht, hier haben wir auch so ein bisschen Volumenspitze an der Stelle. Und das hier ist die Intraday Value Area, die das Market Profile halt abbildet. Und zwar in Echtzeit, pro Minute wird es einmal aktualisiert. Und deswegen kostet das halt auch ein bisschen was, weil das sind Daten, die kommen vom Future, nicht vom CFD. Und das heißt, das wird in Echtzeit umgerechnet auf den CFD und ich sehe im CFD das, was eigentlich der Future gemacht hat. Und das war halt eben das Ding, der ist ja hier oben an die 742, hat dann hier einmal, ja, nur so ein bisschen auf der Value Area aufgesetzt, deutlich einfach long, ja. Und zumal es auch markttechnisch erklärbar ist, weil dieses Tief wurde auch nicht verletzt, Stop war dann entsprechend einfach an der Stelle hier, ja, weil wir hier die letzten Tiefpunkte haben, da bin ich rein, aufsetze auf der Value Area und ab geht die Reise nach Norden. Und hier der Exit hat man ja vorhin auch gesehen, Reaktion einfach dann am Vortages-Point of Control, also dort, wo gestern das meiste Volumen gehandelt war, dort haben wir dann auch plötzlich die eine viel größere Reaktion, ja, als wir die ganze Zeit davor hatten. Und insofern, nicht um hier irgendeinen Unsinn zu verkaufen, aber das sind ja halt einfach dann, das ist ja in Anführungszeichen die Wahrheit, ja, das ist ja das, was wirklich passiert oder passiert ist und wo halt eben das Volumen gehandelt wird. Und um da vielleicht auch noch ganz kurz zu erklären, wie das mit der Glocke hier zusammenspielt, also die Glocke zeigt ja halt die Kursbereiche, die am meisten, am häufigsten gehandelt wurden und das matcht aber gut, wie man sieht hier, ja, also hier ist zum Beispiel der Kurs ist jetzt hier bei 27.730, dort war heute der meiste Umsatz, ja, im DAX bzw. im FDAX, umgerechnet auf den Kasadax. Und hier sieht man auch knapp drüber, 32, also fast auf dem Punkt genau, war es halt eben auch der meisten gehandelte Kurs. So, das matcht meistens, nicht immer. Und alles, was blau ist, ist halt einfach die Value Area, ja, also 70% also diese Range bildet 70% dessen ab, wo halt das Volumen gehandelt wurde, beziehungsweise hier ist es halt so 70% der Preisspanne. Und letzten Endes macht diese Geschichte, diese gestrichelte, zeigt mir, wie das Ganze sich im Future darstellt, also die Value Area, das ist sozusagen der faire Preisbereich. Und das matcht natürlich dann halt meistens eben halt auch hier mit der Anzahl dessen, wie oft so ein Kurs gehandelt wurde. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer verständlich, wenn man sich nie befasst hat, aber da gibt es einiges an Material drüber, beziehungsweise das können wir auch gerne nochmal irgendwie extra mal vielleicht im Webinar machen, weil ich finde es halt schon sehr eine sehr, sehr große Hilfe einfach, ja, weil man einfach nicht sich mit irgendwie oder sich selten dann fragt, hey, was war denn da jetzt, war denn da reagiert oder warum läuft der denn da hin?
sondern hier hat es ja halt einfach funktioniert. Ich habe gesagt, da gehe ich long, weil da will der halt hin. Das passt und das passe eben auch mit meiner 770, also long. Okay, da war die Antwort jetzt noch ein bisschen länger. Wir waren ja eigentlich schon in der Verabschiedung. Okay, also wenn von deiner Seite nichts mehr ist, dann würde ich... Ja, also ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast, weil noch zwei kleine Fragen reingekommen sind. Vielleicht kannst du die kurz... Okay, dann los. Genau. Ja, kann man das Market Profile auch auf die Beta zusammen mit Do Pro ziehen? Sollte funktionieren, ja. Okay, dann... Gibt's eigentlich keinen Grund. Okay, dann der Testmonat wird auch nach dem Erscheinen des Stereo Traders 2.0 möglich sein, oder? Ja, sicher, klar. Okay, das waren die beiden letzten Fragen. Wir werden auch, da habe ich mit dem Olli schon gesprochen, wir werden halt auch möglicherweise eine kostenlose Version von dem Market Profile mit eingeschränkten Funktionen wahrscheinlich auch noch machen. Also es ist auch momentan im Gespräch oder zumindest halt für ganz, ganz kleines Geld. Und also ohne diese minütliche Aktualisierung, sondern irgendwie so eine abgespeckte Variante, also wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Weil ich halt einfach auch sage, das ist halt einfach wichtig, ja, dass man halt irgendwie sowas hat und muss natürlich bezahlbar sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, also wer halt irgendwie ein halbwegs normales Konto handelt, sollte damit aber auch in der Lage sein, das halt problemlos den Vorteil da auch wieder rauszuholen. Also letzten Endes, meine Devise ist natürlich immer die, teuer ist nur das, was nichts bringt und egal, was es kostet. Und letzten Endes muss ja das, was ich da rausziehe, muss ich ja halt irgendwo widerspiegeln. Mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Alright. Gut, noch 2 Minuten bis zur Markteröffnung. Bevor ich jetzt hier auf die Idee komme, die auch noch zu handeln, mache ich jetzt ganz schnell Schluss. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und auch wenn ich jetzt wiederhole, aber hoffe halt, wie gesagt, ihr konntet was damit anfangen. Freue mich ganz herzlich aufs nächste Mal in einem Monat wieder zum NFP Live Trading. Dazwischendurch haben wir auch noch hier Helpdesk Webinar mit FX Flat und danke nochmal an FX Flat und den Andreas hier für das Webinar. Wünsche euch viel Erfolg bei eurem Trading. Bis zum nächsten Mal. Danke auch von meiner Seite, Dirk, und an die Teilnehmer für die sehr, sehr interessanten Fragen. Ja, wünsche ebenfalls noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.